25 Jahre Mauerfall, 25 Stunden senden wir auf TV Berlin Geschichten und Erlebnisse und Szenen aus dieser Nacht. Und Sie merken, ich bin wahnsinnig, wahnsinnig freudig darüber, dass ich ganz viele Gäste habe, die mir ihre Geschichte erzählen. Und bei mir jetzt ist Roland Jahn, damals Redakteur beim SFB aus der DDR, 83 oder 84 rausgeschmissen. Ja, Einreiseverbot bis 99. Sie durften also gar nicht rüber. Aber er hat das natürlich im Sender gesehen. Und wir sind gerade in dem Moment, wo der Ton ein bisschen leise war. Sie sitzen in Ihrem Büro und dann kriegen Sie was mit, dass er da rumstammelt. Und einer ruft dann ab sofort, das war ich, haben wir gesagt, und jetzt, was passiert bei Ihnen? Was merken Sie? Was spüren Sie? Also Schabowski hat ja dieses ab sofort wiederholt und dann noch das unverzüglich hinten dran gefügt. Das hatte er vorher auch schon gesagt. Ja, und jedenfalls ist das das, was ich wahrgenommen habe. Und mir dämmerte es sofort. Weil ja, ich habe ja auf sowas gewartet, ich habe es erhofft. Und in dem Moment habe ich nur geschrien, die Mauer ist offen. Was? Und bin rausgerannt auf den Flur. Dann sind Sie der Einzige gewesen, der das gerufen hat. Ja. Denn in der Pressekonferenz hat das keiner gerufen. Und habe es weitergerufen. Ja, die Mauer ist offen. Über den Gang. Und zufällig kam gerade der Fernsehdirektor aus dem Fahrstuhl und sagte, was ist los? Und ich habe ihm gesagt, was Schabowski gerade gesagt hat. Fernsehdirektor Horst Schettler damals und er sagte dann sofort, wir müssen Sondersendung machen. Ja. Und dann haben wir angefangen zu planen mit Lea Roche noch zusammen, alle, die verfügbar waren noch um diese Zeit im Sender. War ja Donnerstagabend. Donnerstagabend. Die waren doch alle schon zu Hause. Die, ja, die normal gearbeitet haben, waren schon weg. Die Sendung hatten, mussten ihre Sendung fahren. Und eine Sondersendung brauchte natürlich dann die Leute, die noch Konnten irgendwo Sie frei waren. Klar denken in diesen Momenten? Naja, es war natürlich klar, was machte man in einer Sondersendung, welche Möglichkeiten hat man. Natürlich ist erstmal klar, Studiogespräch und dann haben wir sofort Walter Momber, den regierenden Bürgermeister eingeladen, aber auch den Oppositionsführer Eberhard Diepgen. Wir haben dann gesagt, okay, was haben wir noch an Gästen? Dann habe ich mich gleich selber mit reingesetzt als Zeitzeuge sozusagen und Beobachter. Ja, und so haben wir dann diese Runde gefüllt. Und alle Kameras natürlich nach draußen geschickt, nehme ich an. Alles, alle Übungen, was alles, verfügbar war. Alles, was möglich war, auch rausgeschickt. Wie war das? Erzählen Sie mal genau, wie, naja, das war, wie waren die alle jetzt und sagten, was, bist du verrückt geworden? Ist doch nein, Feierabend. Das war schon dann klar. Auch, haben Sie das denn überhaupt geglaubt, was Sie gesagt haben, die Mauer ist auf? Das wurde dann schon, gerade im Senderfreies Berlin, durchaus begriffen. Wir waren ja nah dran. Wir haben ja das verfolgt. Der Senderfreies Berlin war ja der Sender für diese geteilte Stadt und da war eine größere Sensibilität auch da als bei anderen Journalisten, die vielleicht aus dem Ausland kamen oder aus Westdeutschland. Diese Stadt hat ja diese Mauer täglich erlebt und da auch die Hoffnung immer gehabt, dass sie mal fällt. Und dann ist natürlich auch der Wunschgedanke, der sozusagen das auch antreibt. Und Walter Momber hat ja schon in der Abendschau dann gesagt, und wenn Sie kommen, kommen Sie bitte ohne Auto, damit wir das hier bewältigen können. Und das waren ja schon Signale. Die Dimension wurde dann natürlich in der Gesprächsrunde noch mal klarer, die Dimension, was das bedeutet. Und in dem Moment, ja, als ich dann auch erfuhr, dass die Ersten durchgekommen sind. Aber das ist ja schon 2 Stunden später. Ja, das ist dann schon aber parallel zu unserer Live-Sendung. Wir haben die Live-Sendung nicht sofort gemacht. Und wir haben sie auch nicht im ersten deutschen Fernsehen gemacht, sondern damals sendete der Senderfreies Berlin als drittes Programm in der Schiene N3. Das war der Gemeinschaftskanal von NDR, Radio Bremen und Senderfreies Berlin. Das war N3 und dort fand die Sondersendung statt. Ja, und Walter Momber verließ diese Sondersendung vor laufenden Kameras und machte deutlich, ich werde jetzt woanders gebraucht. Weil die Ersten, die sich gemeldet haben aus West-Berlin als Ost-Berliner, waren auch meine Freunde, die an der, am Grenzübergang Bornholmer Straße, durchgelassen worden. Das war ja um eine Zeit, wo Einzelne durchgelassen worden sind. 2041 zeigt die Uhr. Richtig. Ja, so, also kurz vor 9 Uhr ging das los. Ja. Einzeln durchgelassen. Einzeln durchgelassen. Ausgebürgert, so wie Sie damals. Ja, ja, das war natürlich etwas, was auch im Nachhinein erst den Leuten bewusst wurde, weil der Gedanke war, erst natürlich erstmal rübergehen. Und
dann erfuhr ich halt, dass Sie da sind und ich wollte eigentlich, dass Sie noch in die Sendung kommen. Mhm. Ehrliche Frage, haben Sie geweint? Ich habe in dem Moment noch nicht geweint. Ich habe erst geweint, als ich die Bilder sah. In dem Moment war alles noch so unklar, so unsicher in der Situation. Ja? Und wir hatten erst mal ja, eine Sendung zu stemmen. Wir hatten erst mal eine Aufgabe. Und in dem Moment war die Zeit für die Gefühle bei mir noch gar nicht so richtig da. Ja, erst als dieser Abend vorbei war, war für mich ja, die Freiheit, auch meine Emotionen laufen zu lassen. Und ich habe in der Sondersendung, die wir dann zusätzlich noch fürs erste deutsche Fernsehen gemacht haben, wo wir die ersten Bilder kommentiert haben, da habe ich auch noch gemahnt, da habe ich noch gesagt, das muss erstmal jetzt sichergestellt werden, dass das nicht nur eine Eintagsfliege ist, sondern dass sie nicht wieder zumachen. Ja, dass das eine sichere Basis hat für die Zukunft. Wir müssen jetzt Schritt für Schritt das Ganze stabilisieren. Und ich habe auch noch hingewiesen auf die Mauertoten, die es ja gab und der es auch noch zu gedenken gilt bei aller Euphorie. Und als ich dann aus dem Sender raus war, da war bei mir dann plötzlich alles. Ja, da rollten die Tränen, als ich die ersten Trabis über den Kudamm fahren sah. Da bin ich dann hin zu den Ostberlinern und habe sie umarmt. Da bin ich dann ja, auf dem Weg in eine Kneipe, wo viele Freunde aus Ost-Berlin ja, hinkamen, wo wir uns dann verabredet haben. Und das war natürlich das große Ost-West-Treffen. Die haben Sie ja. seit Ihrem Rauschmiss nicht mehr gesehen gehabt. Richtig. Und manche habe ich erst da kennengelernt. Gerade auch diese Videofilmer, die für Kontraste gefilmt hatten, die kannte ich nur vom Telefon her, von Briefen her. Wir haben uns da zum ersten Mal praktisch, sind zum ersten Mal uns begegnet und uns in den Arm gelegen. Das war in Berlin-Kreuzberg in der Kneipe Kuckucksei, in der Frangelstraße. Wann haben Sie Ihre Mutter dann wieder gesehen? Naja, das war ja dann für mich klar, dass nach der Begegnung in der Kneipe mit meinen Ostfreunden ich da nicht die ganze Nacht ja, mit durchfeiere, sondern ich habe mich dann nach einer Stunde auf den Weg gemacht, nämlich zum Grenzübergang Invalidenstraße. Dort bin ich gegen den Strom, der von Ost nach West kam, von West nach Ost. Sie wollten Ihre Mutter sehen? Ich wollte nach Hause, ich wollte zu meiner Familie, ich wollte ja dort, wo ich damals 6 Jahre vorher so gewaltsam ausgebürgert worden war. Dort wollte wo ich die Mutter hin. Ihren Sohn verloren hat, wie Sie richtig gesagt haben. Richtig. Was war das für ein Moment, das als Sie zu Hause waren? Das war natürlich ein Moment, wo einfach Glück da war. Und Ihre Mutter war zu Hause? Und ein, ja, haben Sie sie ja, angerufen? Ja, ja. Mutter, ich komme. Ja klar, ich bin dann von Ost-Berlin, habe ich da versucht, Kontakt aufzunehmen. Das ist aber gar nicht gelungen. Ich bin dann einfach den nächsten Tag weitergefahren mit dem Zug und bin nach Jena gefahren. Und ja, zu Hause anzukommen bei den Eltern, von denen man getrennt gelebt sechs hat, nach 6 Jahren, das war ein ganz, ganz wichtiger Moment für mich, weil das war ja eine persönliche Befreiung, aber für mich war das auch eine politische Dimension. Das Unmögliche ist möglich. Und es war der Mut der Menschen, der es geschafft hat, diese Grenze zu öffnen. Es waren nicht die Grenzer, es war nicht Schabrowski, sondern es waren die Menschen, die ja, dann ihre Demonstration an der Bornholmer Straße durchgeführt haben, die ja, den Druck aufgebaut haben, dass die Mauer gefallen ist. Und zu diesen Menschen haben Sie ja auch vorher gehört. Das heißt, Ihr Lebensinhalt war ja schon in der DDR, dieses System zu verändern. Ja, wollten Sie es damals eigentlich beseitigen, die DDR, oder wollten Sie nur eine bessere DDR? Na, ich war ja in die DDR hineingeboren worden. Ich war jemand, der sich durchaus dort zu Hause gefühlt hat. Nicht wegen des Staates, sondern trotz des Staates. Ja, Heimat, das ist ja Familie, das sind Freunde, das ist Landschaft, das ist eine Stadt. Ja. Es war meine Heimat und mir war wichtig, diese Heimat zu verändern und ich habe nicht an die deutsche Einheit gedacht. Aber als ich dann ausgebürgert war, als ich im Westen gelebt habe, in West-Berlin, ja, vor der Mauer und doch hinter ihr, ja, als ich gesehen habe, ja, diese deutsche Teilung, was sie ja, konkret bedeutet, gerade als Riss durch die Familie, als ich selber zerrissen war,
weil ich nicht wusste, bin ich jetzt Ostdeutscher oder Westdeutscher? Mhm. Wo ist meine Heimat jetzt? Mein nicht? Kopf war im Westen, ja, und mein Herz war noch im, ja, Osten, in meiner Heimat. Ich war zerrissen. Ja? Ich habe darunter gelitten, unter diesem Heimatverlust. Und damit war mir auch klar, du musst was tun, damit diese Mauer fällt. Du musst irgendwo was finden, wo du auch eine Identität wieder bekommst. So. Und für mich war der Mauerfall und dann die deutsche Einheit eine Erlösung. Ja? Weil ich habe die deutsche Einheit schon vorher gelebt, in mir drin. Und so war das dann ein Moment, als die Mauer fiel, da wusste ich, jetzt kann ich frei leben, nicht als Ostdeutscher oder Westdeutscher, sondern als Deutscher. Und darüber freuen wir uns heute ganz besonders, dass es so gewesen ist und gekommen ist und dass es heute noch so ist. Wir sind vereint, es ist wunderbar, es war eine tolle Geschichte. Vielen Dank, Roland Jahn. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Sie sehen, wir waren beide sehr bewegt und ich bin es immer noch. Und ich glaube, Sie bleiben bei uns. 25 Stunden erzählen wir Geschichten und mein nächster Gast, ja, ist schon da. Und bleiben Sie bei uns bei TV Berlin. 25 Jahre Mauerfall, 25 Stunden Mauerfall auf TV Berlin. Herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Bis gleich.